Mitten im Herzen von Lahnstein, genauer gesagt neben dem Hexenturm, befindet sich der Saalhof. Die Geschichte des fränkischen Königshofs geht bis in das 9. Jahrhundert zurück und wurde im Jahre 977 urkundlich erstmal erwähnt. Damit zählt das Gebäude romanischen Ursprungs zu den ältesten Profanbauten am Rhein. Ja, es handelt sich um einen fränkischen Königshof, der schon im 9. Jahrhundert erwähnt ist, der spätestens seit dem 10. Jahrhundert im Besitz des Kurfürsten von Mainz war, denn der war ja Landesherr hier von Oberlahnstein. Später war das Gebäude im Besitz der Reichsfreiherren von und zum Stein, dessen berühmtes Vertreter Karl Freiherr von und zum Stein ja bedeutender Staatsmann war. Der war es auch hier Eigentümer. Um 1890 war dann der Besitzer die Stadt Lahnstein. Der hat es gekauft und hat es dann als städtische Markthalle benutzt und für andere Zwecke, und 1969 ist es dann halt total umgebaut worden, kernsaniert worden. Das Gebäude wurde auch auf die Hälfte reduziert und seitdem dient es städtischen Dienststellen, zum Beispiel der Touristinformation. Auf der Westseite des Gebäudes sind immer noch die romanischen Fensterbogen zu sehen, die liebevoll restauriert wurden. Im Erdgeschoss des Saalhofs befindet sich die Lahnsteiner Touristinformation. Hier bekommt der Besucher alle Informationen über Kultur und Sehenswürdigkeiten. Seit dem Jahr 2000 schmückt das Gebäude ein Glockenspiel, das von Lahnsteiner Bürgern gestiftet wurde. Ja, das Glockenspiel wurde von Bürgern gestiftet, muss man deutlich sagen. Zum Millennium, also zum 01.01.2000, wurde es halt angebracht. Es kann also über 100 Lieder spielen, also das kann man entsprechend einstellen. Und es läutet immer eine Minute nach der vollen Stunde, mehrmals am Tag. Und pünktlich ging es dann auch los, das Glockenspiel. Weitere Informationen zum Saalhof in Lahnstein bekommen Sie natürlich auch im Internet. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.